Hallo, schönen guten Abend. Hier im Kino, im Filmmuseum hier in Frankfurt. Heute zeige ich einen Film aus einer Trilogie von Michael Klawocka, eine globale Trilogie, die mit Megacities begonnen hatte, mit Working Man's Death seine Fortsetzung fand und den Abschluss war dann Horse Glory. Diesen Film würde ich heute Abend gerne vorstellen. Ein Parcoursritt durch die Welt der Prostitution, auch so, wie sie bisher noch nie gesehen haben, da bin ich sicher. Es ist kein Easygoing, es ist Hard Stuff. Wir haben, das bedeutet, dass ich an diesem Film mitproduziert habe, in drei verschiedenen großen Ländern, in Slums, gedreht in Bangladesch, in Thailand und in Mexiko. Der Film ist aufgebaut ein bisschen wie eine ein Triptychon, ein religiöses Motiv bei Filmen wie in der Malerei. Es hat den Himmel, es hat die Erde und es hat die Hölle. So ist der Film auch aufgebaut. Ein Hommage auch an all diese Frauen, die Michael immer als seine Engel bezeichnet hatte, der einen unglaublichen Bezug zu diesen Frauen und zu diesen Lebensumständen hatte. Michael ist leider an seiner Leidenschaft, an seinem letzten Film vor 2 Jahren, an Malaria gestorben, mitten auf den Dreharbeiten seines letzten Films. Ein Film, der keinen Titel trug. Er wollte einmal um die Welt fahren, wie er auch als globaler Mensch sich verstanden hatte und starb dann in Nigeria an Malaria aufgrund einer fehlenden bzw. falschen Diagnose. Er starb, wie er lebte, und auch dieser Film ist vielleicht eines seiner wichtigsten und seiner intensivsten Filme, die er gemacht hat. Er hat Wege und Bereiche betreten, die vorher nie ein Filmemacher betreten hat. Deine Offenheit erreicht im Gespräch mit den Frauen und ihnen die Würde gelassen. Ich wünsche Ihnen spannende und berührende Momente in den folgenden 130 Minuten.